Hallo und herzlich willkommen zu Smash the Web. In diesem Video schauen wir uns die vier Reiter Musik, Kontakte, Kalender und Bilder an. Als erstes klicken wir mal auf Musik und dort wird uns die Mondscheinsonate angezeigt. Wir können diese mit einem Klick auf Unknown abspielen. Und wenn wir ein bisschen vorspulen, hört ihr schon, dass das abgespielt wird. Hier werden jetzt leider keine Metadateien der MP3-Datei angezeigt. Falls diese aber im MP3-File gespeichert sind, werden diese hier natürlich angezeigt. Wenn ihr beispielsweise über WebDAV oder FTP MP3-Dateien in euer Profil von OnCloud hochladet, kann es sein, dass nicht alle MP3s direkt hier angezeigt werden. Damit ihr jedoch eine aktuelle Bibliothek habt, gibt es hier eine kleine Funktion, und zwar Sammlung erneut scannen. Wenn ihr da einmal draufklickt, dann sollte normalerweise alle MP3-Dateien angezeigt werden und ja, ihr könnt diese dann abspielen. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf Files, und zwar könnt ihr auch MP3-Dateien direkt abspielen, indem ihr einfach draufklickt, und ihr seht schon hier, dass der Player aktiviert wurde. Wenn wir jetzt nun auf Kontakte gehen, seht ihr hier schon, ich habe jetzt schon einen Kontakt erstellt, nämlich Alexander. Ich habe eine Telefonnummer eingegeben und ich kann hier aussuchen, was für eine Telefonnummer das ist. Des Weiteren kann ich weitere Felder hinzufügen, wie ihr sehen könnt, also E-Mail-Adresse, die normale Adresse, Geburtstag, Spitzname und so weiter. Ich kann einzelne Adressen hier runterladen. Wenn ich da mal draufklicke, ist es eine VCard-File, also eine VCF-Datei. Diese kann ich wiederum in Windows Contacts, Outlook oder Thunderbird speichern bzw. importieren. Hier können wir Adressbücher verwalten. Ich habe hier ein Standardadressbuch und ein benutzerdefiniertes Adressbuch. Diese können wir auch anbieten bzw. runterladen, bearbeiten oder löschen. Der Kalender ist relativ simpel aufgebaut. Das ist ein ganz normaler Kalender im Grunde genommen. Ich habe hier schon mal einen Termin angelegt. Hier kann man einen Titel angeben und eine Kategorie. Dann wann der Termin stattfindet. Man hat hier erweiterte Optionen. Da kann man den Ort und eine Beschreibung aussuchen. Man kann eine Wiederholung angeben, beziehungsweise den Termin mit anderen Nutzern oder anderen Gruppen dieser OnCloud-Installation teilen. Aber auch veröffentlichen, exportieren bzw. löschen. Unter Bilder finden wir eine kleine Bildergalerie mit den bisher hochgeladenen Bildern. Ich habe hier jetzt mal zwei Bilder von mongolischen Wüstenrennmäusen und ein Bild von ja, ein bisschen schattischen Baum, wo die Sonne hinten dran scheint. Wenn wir da draufklicken, können wir die Bilder uns anschauen. Das Ganze geht aber auch über Files, wenn wir hier draufklicken. Also das ist im Grunde genommen nur nochmal eine Art Ansammlung der Bilder, dass falls wir nur unsere Bilder angezeigt bekommen möchten, dass wir dann die hier finden. Genauso wie bei Musik.